Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Dragon Age Origins. Ich habe hier ein bisschen Ausrüstung gefunden. Ich werde hier jetzt mal reingucken. Ich bin hier gerade im Lager, weil hier tut es doch ein bisschen weh. Das heißt, wir gehen mal auf I. Waffen. Direkt, wo ist denn hier Stäbe? Was haben wir? Stab des Drachen. Und wir haben, der ist ja auch ausgerüstet. Okay. Dann können wir gleich weiter gucken. Für Varric. Varric hat eigentlich seine Dingsbums, seine Bianca. Ich denke, die wird er auch wohl lassen. 51 SPS. Obwohl dieser Langbogen mittlerweile besser ist. Ich könnte Bianca eigentlich noch ein bisschen Beschränkung nicht Varric. Willst du mich verarschen? Das ist ja voll gemein. Nicht Varric. Ach so, der darf wohl nur Bianca. Na gut, dann darf er halt nur Bianca. Okay, hier hätten wir 79 SPS von Cassandra, die hat aber hier einen süßlichen Finger, ein einzigartiger Gegenstand, jawohl. Klinge des Söldnerlords hat auch 79, 71 Schaden plus 3 Angriff, 2 Bluten, Stärke und ein Schlitzegriff ist da schon drauf und hier ist ein Langschwertgriff. Ich lasse mal den einzigartigen drauf hier. Solas hat ja auch nur, ja, wie ich, also wird da nichts anderes sein. Gut, dann gehen wir mal hier raus, ganz raus, zurück zur Rüstung und hoffen mal, dass wir da noch ein bisschen was ausrüsten können. So, was hat er an? Eine Schülerrüstung für ein 78. So, Schülerrüstung von Solas, Kampfmagierrüstung der Inquisition, nee. Schülerharnisch, schlechter, das können wir alles mal hier. Zu Wertgegenstände, Schreiberkapuze, Wertgegenstände, alles mal wegschieben hier, was wir nicht sowieso nicht anziehen können, das weg. Und ja, ausgerüstet, ne, dann lassen wir den ausgerüstet, Flechtreben Vita ist, den Templerhelm, ne, dann komm auch weg. Und ich werde auch schon wieder was Besseres haben, insofern brauche ich das jetzt auch nicht. Was haben wir? Kampfmagierrüstung der Inquisition, auch weg. Weil wir sind bei 65, da ist er 78, also hält er schon mehr aus. So, Schülerrüstung hat er. Kapuze der Feuerresistenz. Ein Helm. 17 zu 18. Ja, na komm, dann nimmst du den Helm hier mit der Kapuze, bitteschön. Oder war der andere Helm besser? Ich weiß es gar nicht. Templerhelm? Nee. Den tue ich auch gleich mal zu den Werkgegenständen schmeißen hier, damit er mal weg ist. So, die Schülerrüstung hat er, für Kapuze hat er. Gehen wir mal weiter zu mir. Ich habe meine verstärkte Verteidigerrüstung. Ich kann eine verstärkte Verteidigerrüstung anziehen. Wieso kann ich ein... Nee, kann ich nicht, die war doch rot. Okay, die Rüstung haben wir, 13. Die Schülerrüstung hat Dings Solas. Der Speerharnisch... Ach, wir haben auch eine Schülerrüstung an, okay. Speerharnisch ist weniger, hat zwar 2 Klugheit, aber kann in die Wertgegenstände. Okay. Und die leichte Rüstung des Drachen, das war ja die wir ganz am Anfang hatten. Eine seltene leichte Rüstung nur für mich, aber nützt mir jetzt auch nichts. Weil, naja, ist so. Okay, was hätten wir hier? Haube des Inquisitors, klar, Hüte, hatten wir auch schon alles durchgearbeitet. Jetzt, wir hatten ja alles mit einmal. Na gut, dann, Solas hatten wir, Cassandra fehlt. Da hatten wir ja eine verstärkte Verteidigerrüstung gefunden. Sie hat jetzt momentan plus 16 maximal plus 3 Verteidigung und Fernkämpfe. Ein seltener Gegenstand, Rüstung. Auf jeden Fall ziehen wir den an, seht ihr ja. Ist schon ein großer Unterschied. So, zack, bitteschön. Die Verteidigerpanzerung, die wir vorher hatten. Nee, ja, sieht zwar nicht aus, aber brauchen wir nicht so. Und da sie die einzige ist, die momentan sowas überhaupt anziehen kann. Kann das weg. Die Abenteurerhaube hat sie auf. Ich kann ja mal gucken, was hat sie sonst noch? Nur den Helm. Diese Vita, nur Kunari. Mhm. Ich habe noch keine Kunari. Insofern, weg. 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 Das war auch ein Kunari-Werding, ne? Auch weg. Okay. Helm der Wächter. Verteidigung im Nahkampf, Voraussetzung Stufe 9. Okay, den lassen wir mal da. Dann wäre die ausgerüstet. Solas hatten wir, Black hatten wir, Varric fehlt noch. Genau. Erstmal Helm, hat er Abenteuerhaube und Helm der Wächter. Na, warum haben wir also ein dickes Teil? Wo haben wir den eigentlich her? So, okay. Und
Mal gucken, Speerpanzerung, also er hat jetzt gerade eine seltene Harnisch, nee, er hat die Speerpanzerung an und der seltene Harnisch ist besser, auch wenn Klugheit, ich weiß gar nicht, ob das gut für Schurken ist, weiß ich nicht, kriegt es auf jeden Fall mal, hier bitteschön, so. Rüstungswerte, kommt zu den Wertgegenständen, die Panzerung zu den Wertgegenständen, eine mittelschwere Abenteurerrüstung, nur für Menschen, aha, die ist dir wohl zu groß, was? Plus 6 Konstitution, da wir noch keinen Bogentypen dabei haben, komm weg damit. Bis wir auf den nächsten treffen, wird es wahrscheinlich eh so sein, dass wir da genug mit haben. Okay. Alles klar, müssten alle ausgestattet sein. Accessoires, da könnten wir noch reingucken. Haben Gürtel, keine Gegenstände an Gürteln, Ringe, Amulette haben wir auch keinen. Okay, dann Ringe der verbesserten Konterhaltung. Warwick hat schon 2, ich lasse die erstmal drin. So, Ring der verbesserten Konterhaltung, erhöht den Fähigkeitsschaden um 30%. Okay, Ring der Kräfte sammeln, erhöht die Fähigkeitendauer um 30%, klingt ja auch nicht schlecht. Was haben wir hier? Ring des erhöht den Fähigkeitenschaden um und Ring des verbesserten Wirbelsturms. Fähigkeitsschaden um 30%. Es wird wahrscheinlich nur um diese Fähigkeiten gehen. Ich weiß jetzt natürlich nicht, welchen sie hat. Ich lehne mal den Konterhaltungsring noch rein. Den hatte ich schon, okay. Und den Kräftesammelnring kommt. So, jetzt. Arsch geleckt. Okay, und weiter geht's. Solas hat einen Ring. Diesen seltenen Ring. Fähigkeiten Dauer. Des statischen Käfigs. Was kann er noch? Verbessertes Schlafpulver. Das ist nur Schurke, okay. Ring des statischen Käfigs. Den hat er. Und es gibt noch einen Magierring noch. Na gut, die anderen habe ich wahrscheinlich alle an. Was soll's? Schattenschlag, nur Schurke, das lasse ich mal da. Schafpulver, nur Schurke, das kann mal weg. Wirbelnder Ansturm und Wirbelsturm. Auch zu den Wertgegenständen alles einfach mal so eiskalt. Okay, 21 von 60, ich muss das schon wieder bald verkaufen, sonst ist das irgendwann weg. Das will ich ja auch nicht. Tytra fliegt zu ihrer Liebsten. Waren wir da schon? Dürften eigentlich noch nicht gewesen sein, weil wir hier noch nicht waren. Also gehe ich da einfach mal hin. Obwohl, nee, ich wollte erstmal das Astarium, komm. Wir waren eigentlich hier runtergelaufen wegen dem Astarium. Entsprechend müssten wir das auch mal abarbeiten. Komme, was da wolle. Ach komm, die können wir in Ruhe lassen. Kommt mit. Die tun uns nichts. Seid ihr unterwegs? Ja, ich hoffe doch. Okay, hier hatten wir noch Embryum. Einmal mitnehmen. So, den Typen... Der tut uns wahrscheinlich schon eher was. Den hauen wir weg. Bom. Ist er hin? Ja, scheinbar. Oh. Nee, ist nicht hin. Hat sich angeschlichen hier. Oh nein! Nicht doch! Nein! So, okay. Dann eben so hier erstmal. Boah, okay. Schadet, denke ich nicht. Geh jetzt ja nicht auf mich, du blödes Mistviech. Ich muss mal ein Stück zurück. Weil gerade ich, wo ich keine Barriere bekommen habe, wäre ja schlimm. So. Du kannst eine Barriere? Nee, du kannst auch keine Barriere barrieren. Na gut, dann muss ich mal kurz warten, bis ich dran bin wieder. Okay, ich kann wieder. Gerade bei den Bären möchte ich das schon mal machen. Bam. Die halten aber auch was aus, diese gewaltigen Bären. Na gut, die sind auch Stufe 8 und ich bin gerade mal 6 oder so. Also Stufe 6. Warum gibt der mir ein Schild? Was will ich mit dem Schild? Mensch. So, Lars, das könntest du besser. Gib doch dem ein Schild, der angegriffen wird. Bumm. Dafür geben die wahrscheinlich auch ordentlich XP. 81. Ja, wird nicht schlecht sein. Großbärenklaue, eine Meisterhand, gewährt eine Chance auf meisterhafte Handwerkserfolge. So, Bergritzklauen, eine Quest abgeschlossen. Ist auch nicht schlecht. Immerhin. So, ich will jetzt aber erstmal da hoch. Ein bisschen Einfluss gewonnen. Juhu! Fast Einfluss Stufe 3 erwischt, erreicht. Fast heißt nicht ganz, aber wir sind nah dran. So, was ist das hier drüben? Normaler Bär. Komm, normaler Bär. Normale Bären kriegen wir hin.
So, okay. Ja, ich kann noch nicht. Einmal Mana sammeln, jetzt kann ich. Kriegt auch Cassie natürlich. Wäre ja schlimm, wenn ich das jemand anders geben würde. Hat das hier... Tatsächlich, da hatte jemand von hinten angeschlichen. Okay, von wegen, es ist schlimm, wenn das jemand... Hilfe! 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 Greift mich gerade jemand von hinten an. Miststück hier, du scheiß Schmuggler. Kann ja wohl nicht wahr sein. Schleicht er sich von hinten an und greift mich an. Ich glaube, ich sehe nicht richtig. Du Misti. So, ich denke mal, wir müssen hier hoch zu diesem Astarium, was da noch auf der Karte ist. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht, dass wir das schon hatten. Wir hatten ja zwar schon so einige, aber... was heißt einige? Genau, zwei. Ich kann mir halt nie merken, war ich da schon mal oder war ich da noch nicht. So, da oben ist es. Gucken wir mal. Sehr schnell gemacht. Ich glaube, das sieht neu aus. Hoffe ich mal. Okay. Ah, ja, genau. Okay. Na, was soll jetzt das denn sein? Ein weibliches Phallus-Symbol. Mann, jetzt muss ich mal gucken, wie mache ich das am besten? Ich fange hier an, ja. Hier hin. Gehört er jetzt dazu? Der irritiert voll. Ich glaube, der gehört gar nicht dazu. So, okay, hier runter. Rüber. Dahin. 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 Und jetzt hier runter. So, so, so. Den kann ich doch gar nicht verbinden. Wie soll ich denn den hier verbinden? Der gehört da gar nicht rein. Neu starten. Ich probiere es mal von der Seite. Vielleicht muss ich den am Ende irgendwo noch einbauen. Ich weiß das nicht. Obwohl, der hier ist ja auch... Okay, also ich gehe erstmal hier runter. Ich mache das erstmal so rum. Ah ne, ich mach erstmal hier das Viereck fertig. So, so, so. Hier runter. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Runter. Runter. Da runter. Das. Das. Dann müsste der hier verbunden werden. Und dann der und der und der. Mehr sind da nicht. Der und der und der. Ach nein, okay. Hier hinten ist die Ecke. Das heißt, ich habe das genau um eins versetzt. Das ist aber auch schwierig. Okay, also hier hoch. Hier hoch. Nee, das geht ja gar nicht. Warte mal, warte mal, warte mal. Also, der... Das Teil ist verkehrt rum, das Teil ist spiegelverkehrt. Kann das sein? Nö, nicht ganz. Aber dann stört der hier, ist dann nicht hier unten, der müsste dann auf der anderen Seite. Ist doch komisch. Okay, also versuche ich mal spiegelverkehrt. Wäre. Oder? Geht das auch nicht? Warte mal, das ist voll irritierend. Also, okay, das hier müsste dieses Zeichen eigentlich sein hier, ne? Soweit sind wir ja schon mal. Der hier gehört eigentlich hier rüber. Voll schwierig, voll schwierig, voll schwierig. Was anderes als... Oder geht hier noch ein anderes? Sind die einzigen Punkte, die so nah aneinander sind. Das heißt, der ist der. Und der müsste eigentlich der sein. Hier oben müsste noch einer sein. Das müsste der hier sein. Ich kann das ja mal einfach probieren. Vielleicht ist der irgendwie nicht da, wo er sein soll. Hier runter. Okay. Kommt der, 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 dann vielleicht der und der. Nö. Kann ich wieder zurück? Ach. Oh. Na, sagt doch einer, dass ich das hier verschieben kann. Und hier unten geht es auch noch weiter. Okay, na, das erklärt, warum das hier alles so unförmig aussieht.
Eins, zwei, also eins, voll irritierend. So. Der Teil stimmt ja schon mal soweit. Okay. Der da irritiert, der gehört nicht dazu. Der hier unten schon. Der hier gehört dazu. Hier geht's jetzt runter. Dann geht's hier lang. Da lang. Dort lang. Meine Güte, schwere Geburt. Mit irritierenden Sternen. Ich wusste nicht, dass das vorkommen kann. Bumm. Okay, ein Drache. Fertigstellen. Sternbild Drakonis. Ja, hat lang gedauert. Schwere Geburt. Ihr könnt es euch ja so durchlesen. Ihr wisst ja, wie das geht. Einfach mal Pause drücken. So, und ich drücke jetzt auch mal Pause. Ich mache nämlich jetzt mal eine. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Die Kiste plündern wir in der nächsten. Bis denn. Tschüss.